Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zum Exodus des Mastermundi in Total War Warhammer 2. So, mal gucken. Wir haben ja im letzten Mal ein paar Dunkelelfen verhauen und dadurch auch noch mal ein paar Level-Ups bekommen. Was will ich denn jetzt hier noch machen? Ja, erstmal nochmal Truppen auffüllen, aufs Maximum bringen. Er hat endlich sein Level 10 erreicht. Sehr gut, damit hat es auch das Maximum an Klingenschild, Nahkampfabwehr 72. Das nehmen wir mal so mit. Die Giftlichtung ist ein Ort, von dem ich der Meinung bin, dass er uns gehören sollte. Und das machen wir natürlich nicht alleine. Ey, schaut euch mal diese Kräfteverhältnisse an, ne? Es ist nicht nachvollziehbar, wie das berechnet wird. Ach ja. Geh mal dahin. Zu zweit schaffen wir das. Nicht, weil... die falsche Armee hier. Ja gut, komm, dann machen wir jetzt halt einfach einen fucking Rambock und warten einfach diesen einen Turn. Vielleicht ist ja jemand dumm genug und greift uns hier an. Die Giftlichtung möchte ich auf jeden Fall noch geholt haben. Klar, Karond wäre natürlich auch ein schönes Ziel. Aber ja, ich komme jetzt halt einfach nicht weiter als bis hier. Nächste Runde sind die hier auf jeden Fall wieder am Start. Er hier hat es jetzt endlich geschafft, sich zu erholen. Das ist gut. Das heißt, er stellt sich jetzt einfach mal hinter ihn. Dann sind sie jetzt hier immer wieder noch im Tech-Team unterwegs. Was ist denn mit dem Cheddar? Nee, Cheddar da. Der hat hier ein Problem. Wir segeln jetzt erstmal mit dem da rein. Dann nehme ich natürlich das da Truhe voller Kisten, Kampagnensichtfeld. Ja, und irgend so einen lustigen Stab halt noch. Okay. War jetzt nicht das Fetteste, was man kriegen kann. Schon richtig. So, wir müssen dahin. Und du gehst da hinter rein. Boah, der Schaden hier ist halt echt fatal hier in der Mitte, ne? Hier ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. So, wir schaffen es jetzt immerhin rüberzukommen. Der unheilvolle Nachtwind soll hier noch weiter verbessert werden. Bei ihm wollte ich ja den Haken noch gesetzt haben. Und jetzt bin ich gespannt. Ne? Also eigentlich sind wir ja hier... ich weiß... Also sie dürfte das trotzdem nicht schaffen. Also wenn sie das jetzt schafft, dann bin ich schockiert. Nennen wir es schockiert. Kann ich da was tun? Armee blockieren. Ja. Mit Erfolg. Der sollte das aber auch echt können, wenn ich mir mal hier so sein Skillset so anschaue. Okidoki, dich überspringen wir auch wieder. Wir bauen jetzt hier Euxel aus und damit können wir alle Gebäude, die mit Wachstum zu tun haben, und es ist ja tatsächlich nur eines, niederreißen. Sehr gut, wieder eine Siedlung auf das Maximum gebracht. Das überspringen wir. Das überspringen wir. Und jetzt haben wir noch 4000 Gold. Hier dauert es noch ein paar Turns. Illyrian. Sotex Rücken. Diese Sprünge, ey, nerven. Avalon, nein. Nagarite. Ja, komm, ich baue jetzt in Nagarite hier den Hafen aus. Dann gibt es nochmal ein bisschen mehr Geld. Und vor allem nochmal ein bisschen mehr Wachstum. Was hat denn hier die Diplomatie? Ja, so verbündet wie wir fast waren, als die Dunkelelfen, als das Chaos Thema war, so wenig mögen sie uns jetzt. Wir sind inzwischen schon Stärke Rang 4, aber immer noch nur Stärke Rang 4. Und natürlich muss es noch mehr werden. Ne? Also das Ziel ist natürlich, Stärke Rang 1 zu werden. Aber jetzt machen wir erstmal die Dunkelelfen fertig. Besiedeln den gesamten dunkelelfischen Apparat. Grimgorgs Horde wird gerade eben ausgelöscht. Schade, wir werden kein Clash Echse gegen Ork erleben. Jetzt plündert sie hier wieder auf dem Heimweg. Sie war schon immer eine schlechte Verliererin. Sie war schon immer eine schlechte Verliererin. So, jetzt müssen wir... Oh Gott, sag mal, ich bekomme hier halt einfach überall... Einfach freaking überall
Schaden. Ich kann machen, was ich will. Nur hier bekomme ich keinen. Dann kann ich auch nur dorthin segeln. Autschen. So, immerhin haben wir es jetzt hierher geschafft. Bin gespannt, ob die KI auf uns da reagiert, ne? Wenn die KI normalerweise mit so zwei Fullstacks über den Ozean getuckert kommt, ist das immer das Zeichen Invasion incoming. Es ist immer das Zeichen. Ich bin da jetzt relativ schmerzbefreit. Ich belagere das jetzt hier schon mal. Du gehst schon mal... Oh, der kann verdammt weit laufen. Meine Fresse. Geh schon mal dahin. Einfach nur helfen, ne? Boing. Boing. Besetzen. Erledigt. Items. Level up. Mission erfolgreich. Passt. So, dann... Bekommt er sammeln. Wir gehen hier dieses Quäntchen noch weiter. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss davor, diese Schlacht automatisch zu schlagen. Aber es ging. Heldentöter erhalten. Den nächsten Dunkelelfen geplättet. Das Leben kann so schön sein. Hier gibt es eine Aufrührerarmee. Wo sind denn die Dunkelelfen überhaupt noch? Man sieht es jetzt halt nicht, ne? Es kann gut sein, dass sie tatsächlich keine einzige Siedlung mehr haben. Weil sie plündert, bekommt sie keinen Verschleiß. Und weil er hier in einer Schreckensverbreitungsstellung ist, gibt es keinen Verschleiß. Wobei, hier müsste es einen Verschleiß geben, wenn da was her... Also irgendwo haben die noch eine Siedlung. Wir sehen nur nicht, wo. So, was will ich bei ihm denn noch reinmachen? Heiliges. Die hier noch verbessern. Oder ganz was anderes. Er hat halt Boni auf die Bastilladons mit Lade des Sotek. Das würde aber meine Armee halt schon irgendwie ein bisschen durcheinander wirbeln. Nee, ich bleib hier bei Heilige Wache. Das ist die Meta, der folgen wir. Unsterblichkeit, yay. So, Moment, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Hagräf hat auf jeden Fall auch eine strategisch wichtige Position, was Gold angeht. Kalkwasuras. Kalkwasuras. So, ein weiteres Slan-Kraftfeld. Klingenmeister. Ich denke, dass ich die jetzt hier platt machen will und all diese Gebiete mir hole, auch wenn nichts davon ansatzweise von mir gerne besiedelt werden wird. So, was gibt's denn da Cooles? Oh! Verstecke von Klar und Kar. Wobei, nee, das machen wir ein andermal. Ich will erstmal Wachstum haben. Wir müssen überall erstmal Wachstum ermöglichen. Dann gehe ich mit ihm da hoch, hole mir den Kreis der Zerstörung. Dann haben wir hier den Obsidian-Gipfel ebenfalls gesichert. Du kannst ja schon mal gucken gehen, ob da irgendwas auf uns lauert. Bis jetzt nicht. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil da halt auch wirklich nichts mehr ist. Da lebt einfach nichts mehr. Überraschenderweise haben wir einen Haufen Geld und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Halt doch, ich weiß es. Haha. Was wollte ich hier noch reinmachen? Genau, ich wollte das da reinmachen. Sotex Rücken bietet mir wieder ein bisschen Geldgelegenheit. Das ist so teuer, die Vampirküste. Übrigens, das Geile ist halt Kapazität Schreckensechse, ne? Also, wir dürfen nicht unendlich viele davon haben.
Die Viecher sind aber einfach viel zu scheiße, als dass es irgendwie eine Begrenzung rechtfertigt. Wisst ihr, es wäre sinnvoller, wenn sie mich zwingen würden, Schreckensechsen zu haben und zu sagen, so, wenn du das baust, brauchst du weniger. Dann würde ich das Ding sofort bauen. Aber sonst nicht. Ja komm, dann bauen wir jetzt Itza einfach voll fertig, da ist ja auch Gold drin. Das ist immer so die Ausrede für alles. Da ist ja auch Gold drin. Gut. Nächster Turn. Kleiner Hinweis hier nochmal in eigener Sache. Diese Folge wird eher nicht 30 Minuten, sondern wahrscheinlich eher so 25. Ich muss relativ pünktlich hier meine Aufnahme beenden. Und die letzten waren ja auch alle stellenweise deutlich über 30. Ich bitte das also zu entschuldigen. Also noch lebt Grimgorg. Aber das scheint ja das letzte Gebiet zu sein, was er hat. Ehrlich gesagt finde ich das jetzt in dem Zusammenhang ehrlich gesagt sogar ziemlich doof. Für meinen weiterlaufenden Plan. Okay, mehr Kampfboni für die Kampfechsen. Noch mehr Kampfboni für die Kampfechsen. Was mache ich jetzt mit dir hier? Ich sag mal, wir gehen 50% da rein. Und greifen das jetzt hier einfach an. Ich dachte, da wäre was drin, aber da war nichts. So kann man sich irren. Ähnlich verfahre ich hier. Die Hälfte meiner Bewegung gebe ich aus. Also ich glaube echt, dass wir hier totes Land besiedeln. Ach, oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ja klar, der Vampir mit den Gralsrittern. Ah! Ich kann gar nicht so laut schreien, wie ich kotzen möchte. Entschuldigung. Aber es ist doch wahr. Hey, haut die weg. Weg sind sie. Wir nehmen das Geld. Wir können es brauchen. So viel dazu. Level 17. Bald hat er sein Kano. Er holt sich jetzt hier den Perk, damit die noch mal ein bisschen besser sind. Ja, und jetzt? Jetzt bekommt er die unergründliche Präsenz. Das Kampftraining ist hier nicht so wichtig bei der Truppe. Ich kann sogar noch zu Hoteks Säule jetzt zurückgehen. Ne? Ich möchte jetzt... Oh, da haben die Dunkelelfen noch was. I can see it. And it's funny. Okay. Ich glaube, dass ich bei Fyrus anlanden möchte. Aber jetzt sind wir erstmal quasi safe angekommen. Dich überspringen wir. Dich überspringen wir. Tor Elyr kann upgegradet werden. Halleluja. Die Fässer Wein bringen mir halt nichts, ne? Ohne Handelspartner. Deswegen mache ich sie noch nicht. Ich meine, ich habe ein paar Handelspartner, aber es sind nicht viele. So. Ja, komm, ich verbessere jetzt nochmal das da. Spektazuma bekommt jetzt auch die besseren Mauern. Und da war die Kohle auch schon wieder weg. So viel dazu, dass das Spiel mir das jetzt immer anzeigt, wenn ich diesen Haken reinmache, unabhängig meiner anderen Befehle. Na, tut's halt nicht. Das funktioniert nicht! Das ist so viel, was nicht funktioniert. Ah. Warum gibt es diesen Haken? Da ist doch ein Haken drin. Ach, guck mal, wir sehen da, wie Bretonia sich mit den Grünhäuten hier prügelt.
Lol, Tilea ist bis hier gekommen. You honor me. King Luen Leoncoeur. Und wieder ein Kapitelziel abgeschlossen. Da sagt der Typ übrigens schon gar nichts mehr dazu, weil die Sache mit dem Chaos ja durch ist. Der alte Chaos-Vertreter. Tja. Na, der Plan ist es jetzt hier alles zu kolonisieren. Deswegen geht's jetzt auch drüber. Aber ich muss auch gucken, was die Dunkelelfen hier treiben. Sie sind und bleiben eine Lästigkeit. Wir machen das so. Dann kann ich sie abfangen, falls sie irgendwo dahin laufen wollen. Ach, die öffentliche Ordnung ist ja auch ziemlich im Eimer. Wo befindet sich jetzt hier die Morati? Ach, hier ist sie jetzt. Mit ihrer kleinen Bande. Springen. Überspringen. Und erstmal nach Norden gesegelt. Wie gesagt, Fyrus wird unser Anlandepunkt sein. Das ist eine eigenständige Insel. Wobei man könnte auch Koffer nehmen, wo wir jetzt gerade eben sind. So, wir haben 15.000. Das könnten die letzten paar Schritte sein, die getan werden müssen. Hier nochmal für ein paar Prozent mehr. Aber eigentlich ist mir das momentan noch zu teuer. Jawohl, erstmal das Gold ausbauen. Ey, es ist halt nicht so super viel, wie man sich das wünscht, aber es ist genug. Wächter von Xeti. Mauer. Lurion. Nein, da machen wir nichts. Avalon. Machen wir nichts. Obsidian-Gipfel. Da machen wir was. Da kann ich irgendwann sogar Fälle machen. Hier soll es Wachstum werden. Ist unterschiedlich teuer hier, je nach Gebiet, wie ich gerade sehe. Auch hier nehmen wir noch die Mauer rein. Und die Kohle war schon wieder weg. Wir machen schon wieder 6300 plus. Und das, obwohl wir eine leere Armee völlig sinnlos unser Geld hier wegleachen lassen. Ne? Ich sag's bloß, weil es halt einfach stimmt. Ein ausländischer Eindringling Tyrion und auch die Elena. So viel dazu. Die Hochelfen geben sich Mühe, unsere Beziehungen zu ruinieren. Ich bin ein bisschen stärker als Curon. Ich bin stärker als die Lea. Dann bleiben ja nicht mehr viele übrig. Wir sind Stärke Rang 3. Also nur noch. Wisst ihr, wie die Hochelfen halt einfach vor uns sind und Reikland halt noch viel stärker ist als wir. Das ist halt schon krass, ey. Reikland, einfach so Schulterzuckende. GG. Wir durchsuchen mal die Ruinen, um nochmal ein paar Boni zu bekommen. Eigentlich ist es relativ spät. Das hier ist doppelt. Der Pfeil ist doppelt. Der Pilz ist doppelt, dann ist eigentlich nur noch das, was nicht doppelt sein kann, hier dieser lustige Stempel. 1000 Gold und Trank der Geschwindigkeit. Ich glaube, dasselbe mache ich auch hier. Oh Gott, ich muss raten. Ich rate, es ist das. Falsch. Wie gesagt, ich kann diese Rätsel nicht. Also diese Rätsel, Leute, ich kann es nicht aufgrund meiner Augen. Ich bin nicht dazu in der Lage, den Linien zu folgen, weil ich schiele. Da fehlt mir einfach die Fähigkeit dazu. Deswegen bitte ich da einfach
da drüber hinwegsehen. Ey, ohne Witz, wie halt einfach hier wieder Rakard, ne, jetzt hier einfach angeblich eine ganze Armee ersetzen soll. Ja, ich umkreise sie einfach und hungere sie aus. Ich habe gerade einfach keinen Nerv, diese Schlacht jetzt zu schlagen. Ich will es einfach nicht. Ich sag nein. Was wollt ihr denn hier? Wir segeln jetzt einfach an ihm hier vorbei. Kann man da an Land gehen? Nein. Aber man kann hier dran vorbeisegeln. Das ist der Plan. So, das überspringen wir auch. Wie immer überspringen wir diesen Klabberadatsch. Und gucken, dass wir die wichtigen, die uns das Spiel halt leider nicht zeigt, irgendwie noch manuell machen. Ich könnte auch einfach jetzt darüber gehen und helfen, ne? Das ist wahrscheinlich das Vernünftigste. Die verlieren ja gerade schon Truppen. Wo ist jetzt Morati schon wieder hin? Ich sehe sie wieder mal nicht. Ach, wie geil, ey. Die haben ja, ey, die Hochelfen sind echt nicht dazu in der Lage, irgendwie ihren Scheiß aufzupassen, ne? Das können die nicht. Das haben die irgendwie nicht in ihrem Genpool. Keine Grünen heute weit und breit. Dann bauen wir das hier noch auf. Und das hier noch. Hat nicht viel bewirkt. Also warum jetzt hier die Prozente so viel geringer ausfallen? Also ich bleib dabei, man kann es nicht nachvollziehen, wie das hier verrechnet wird. Ich bleib dabei, das ist meine Meinung. Es wäre halt einfach schön, eine Aufstellung zu sehen, wie die Prozente wo hineingerechnet werden. Na, so würde man das auch sinnvollerweise tun. So, ich habe hier einen Wert von 100, da addieren sich 50% obendrauf. Dann habe ich einen anderen Wert von plus 25%. Dann möchte ich wissen, auf was beziehen sich diese 25%? Beziehen sich diese 25% auch auf diese 100 oder beziehen sie sich auf diese 50%? Also ist es eine quasi eine Prozentpunktveränderung oder eine prozentuale Veränderung der prozentualen Werte? Bitte kill mir keine Einheit. Genau. Einfach nur genau. Ich leide. Es ist echt. Es ist real, Leute. So, du stellst dich jetzt noch damit dazu. Wir werden jetzt hier das hier besiedeln oder kolonisieren. Wir haben auch jetzt hier den ganzen Kram hier mit den Echsenrittern abgeschlossen. Wir tun den Kreis der Zerstörung kolonisieren. So. Ich möchte hier mehr Wachstum erleben. Kann ich den jetzt hier endlich angreifen, ohne dass die Welt explodiert? Ja. Und damit haben wir eine weitere Provinz gesichert. Ich gehe noch weiter nach Norden. Jetzt verursacht er Entsetzen. Und noch ein bisschen mehr, das wollte ich mir gleich nochmal anschauen. Was sind da noch drin? Da sind Skinkies drin und großes Stegadons. Das Problem ist bloß, dass hier halt die Stegadons dadurch verbessert werden und die Skinks hier... Jetzt machen wir erstmal die PC-Energie, bevor ich da eine Entscheidung treffe. Der Monolith ist unser, kann auf Stufe 2 abgegradet werden. Wir machen hier auf jeden Fall das da rein. Und was ist denn noch möglich? Das ist irgendein besonderes Gebäude. Jawohl, Marmor. Bringt halt nochmal ein bisschen Geld mit, ne? Darf ich jetzt hier außen rum segeln? Oh. Das ist ja tatsächlich Bretonenland.
Ich werde da trotzdem anlanden, um mich zu recken. Ich werde für. Also im schlimmsten Falle habe ich halt jetzt Krieg mit den Bretonen, ne? Ich behaupte, dass die Bretonen für uns noch besiegbar sind. So, Moment. Ja, ich sehe, dass ich die Folge jetzt eigentlich schon beenden muss. Verdammt, die Axt! Er gehört eigentlich in diese Truppe hier hinein. So, du schaust dir mal an, was die da drüben so machen. Das ist halt echt Morati, die hat es echt geschafft, da drüben das zu erobern, ne? Wir überspringen den da. Wir überspringen den da. Die nächste Forschung lautet Geschossresistenz für Basteladons. Das ist nicht so wichtig. Das letzte ist wichtig, um die Einheiten nochmal günstiger zu bekommen. Wir haben nochmal eine weitere Möglichkeit, unser Wachstum zu beschleunigen. Auch hier. Chanchua Pek ist auf dem Maximum angekommen. Ist das schön. Finally! Und den überspringen wir noch. Den überspringen wir noch. Und dann sind wir, glaube ich, tatsächlich am Ende. Ja, Gorok ist hier noch am Rumgammeln. Geld haben wir eh nicht mehr. Die Diplomatie versagt wie immer. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.